Hallo! Gut, da sind wir wieder zurück für die zweite Umbauphase. Das letzte Mal haben wir diesen Mitarbeiterbereich schön gemacht. Einen kleinen Bauernhof erst raus aus den vorher so leeren Backsteingebäuden. Diesmal geht es um diese Plaza hier und das Tapirgehege. Und wenn wir schon diese Plaza machen, dann können wir gleich ganz vorne anfangen, nämlich bei dem Eingang, indem wir eigentlich wollte ich da Kastenhäuschen reinmachen. Es ist natürlich schwierig, wenn er mich die Eingänge nicht versetzen lässt. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist. So die Infozentren da reinzusetzen. Aber gut, keine Ahnung, ob es funktioniert, ob sie es nutzen können oder nicht. Aber es sieht jetzt wenigstens aus, als hätte man da eine Kasse. Versuchen weiter unser Glück damit. Ah, das war nur, weil der Weg noch da war. Da hätte ich drauf kommen können. Den Eingang nämlich ein bisschen nach hinten versetzen. Das Ganze aneinander anschließen. So. Das Ganze aneinander anschließen, habe ich gesagt. Danke. Damit ist der Eingang schon mal ein bisschen besser. Was habe ich da gemacht? Ne, generell, ich diese Blumenrabatte benutzt wie bei Sims. Glaube ich nicht unbedingt hübsch oder Sinn der Sache. Auf der Seite geht es. Auf der da sieht es relativ dumm aus. Wir machen die Blumenbeete mal weg. Wir machen das doch schöner. Brauchen die da auch nicht. Setzen wir diese Bäume mal ein bisschen vernünftig in ihre Käfige. So, das sieht doch schon besser aus. Warum sind da zwei und da gar keine? Wenn ich schon sowas wie, naja, mit Bäumen das schön machen will, dann sollte ich es auch richtig machen. Gehört der Baum nicht in die Gruppe?
muss gestehen, das mit dem Gruppennutzen, da bin ich noch nicht so besonders gut drin. Wie man das am dümmsten macht. Da ein paar Bäume. Aus irgendeinem Grund kommen ja Bänke und Mülleimer nicht mit in Gruppen. Vom Realismusstandpunkt aus frage ich mich auch, ergibt es Sinn, dass man da Bänke hat? Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht erinnern, jemals direkt neben dem Eingang Bänke gesehen zu haben. Na, eigentlich. Machen wir die weg. Brauchen wir nicht. Die gehören da nicht hin. Die Mülleimer ist ein bisschen was anderes, das ist in Ordnung, aber. Kann man auch ein bisschen woanders hinstellen. So. Dann hat man die Bänke hier an dieser Plaza, da passen die viel besser hin. Ja, das ist in Ordnung. Oh, nein, den. Mülleimer wollte ich behalten. Man kann nie genug Mülleimer haben. Es ist erstaunlich, wie viel Müll die hier drinnen fabrizieren können. So, dann haben wir das schon mal. Und jetzt muss dieser unsäglich hässliche Brunnen weg. Ich meine, Respekt an mich, dass ich es versucht habe. Aber funktioniert hat das nicht. Und ich habe dieses Brunnendesign echt lange behalten. Mit den zwei Nilpferden rund um einen runden Brunnen. So, jetzt kann man überlegen. Ich könnte den Platz hier drin einfach komplett leer machen. Dann müsste man nicht unbedingt was absperren. Also noch nicht. So. Die Leute verschwinden lassen und stehen dem auch nicht im Weg. Und dann wollte ich gerne einen Brunnen haben. Ist ja nichts gegen einzuwenden. Einigermaßen in der Mitte. Ich einen Sockel machen oder noch ein Becken. Was schade ist bei diesem zweiten Becken, ist, dass das nicht überlaufen kann in den da drunter, ohne dass man diesen dummen Wasserfalleffekt benutzt, der mit dem Brunnen unglaublich dumm aussieht. Aber ich glaube trotzdem, dass ich das behalten werde.
kleinen Sockel da reinstellen. Das geht natürlich nicht. So ist aber zu hoch. Und der Sockel verschwindet im Wasser, wenn man vernünftig setzt. Ah, das ist dumm. Natürlich einfach. Noch einen Brunnen in den Brunnen stellen. Hätten wir drei, die leider keine Fontänen machen. Das geht aber auch. Und dann könnte man in den oberen so eine Sprühfontäne setzen. Ungefähr so. Ist ein bisschen dumm, dass es unten aus der Schüssel rausläuft. Auf die Art und Weise, wie es das tut. Nein, nicht der Brunnen. Ich will nicht den Ständer. Ich will den. Ah, verdammt. Hab die zu tief reingesehen. Dann lassen wir es so. Kann man den Brunnen drumherum noch ein bisschen schön machen? Teichlilien sind, glaube ich, besser als Seerosen. Für das, was ich vorhab. Nein, Lotus. Lotus ist es. Oder doch lieber Seerosen? Ja, die riesigen hier. Und Papyrus. Papyrus kann in Brunnen wachsen. Das habe ich schon gesehen. P. Ich weiß nicht, ich könnte auch die Suche benutzen, aber mache ich nie. Wie Papyrus. Oh. Aber die müssen, glaube ich, unter Wasser bleiben. Ah, nein. Aha, es ist echter Papyrus. Nicht einfach nur Papyrus. Nein. Ich
Was haben wir denn noch für Pflanzen, die wir in die Nähe von diesem Brunnen setzen können und die gut aussehen, wenn man das tut? Ups, nein. Ja, komm, wir pflanzen Rohrkolben in den Brunnen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Hätte ich jetzt gerne noch irgendwelche bodendeckenden Blumen für drumherum? Hübsch. Alles voll mit kleinen Astern. Ich benutze tatsächlich selten die Mulchbeete für sowas. Bei ebenerdig finde ich es seltsam irgendwie. Nicht genau sagen, warum, woran das liegt. Blumen drumherum stellen, also Bäume, Baumblumen. Oder Blumen, die höher wachsen. Ich bin nicht gut im Brunnenbauen. Ich habe damit auch relativ wenig Erfahrung, muss ich sagen. Ein bisschen experimentell ist das dann schon.
Shit, ich habe immer noch zufällige Drehung an. Das sollte man natürlich nicht, wenn man sowas macht. Das rächt sich sonst ganz schnell. Jetzt sieht das sogar aus wie ein kleines Blumenbeet. Schauen wir mal, ob trotzdem irgendwie Skulpturen dazu machen kann. Ich meine, vorher waren da Nilpferde. Wir könnten die Nilpferde behalten. Ich würde sie aber dann tatsächlich eher so rumstellen wollen. Vielleicht auch nicht ausschließlich. Ich denke, so macht sich das ein bisschen besser. Kann man auf dieser Seite noch einen Baum stellen? Baum, habe ich gesagt. Vielleicht keinen ganz so großen. Auch so einen wie da, genau. So. Das sieht auf jeden Fall besser aus als dieser komische plane Brunnen, wo die Leute durchgelaufen sind vorher, wo awkward zwei Nilpferde den Brunnen angucken. So, dann bin ich unzufrieden damit, dass das zwei verschiedene Wegfarben sind. Das ist das, was man am einfachsten beheben kann. Und tatsächlich, ich muss sagen, die Ecke da hinten sieht so sehr leer aus. Hilft immer, ein paar Pflanzen da reinzusetzen. Nicht unbedingt Bäume. Dadurch, dass wir die Bäume in ihrem Töpfchen hier vorne haben. Aber da mit dem Conservation Pack diese ewig geilen Wiesenblumen gekommen sind. Gott, ich liebe die Dinger. Sie müssen noch viel mehr davon machen. Fällt gerade auf, wir haben ja in unserem Bienengarten auch gar keine Brennnesseln.
Brennnesseln sind gut für Schmetterlinge. Da rechts sieht schon nicht mehr ganz so leer aus. Das wird so eine Stelle, wo man einen Zooplan hinbauen könnte, wenn ich schon einen hätte. Wir können dann bei einer Zooplanhalterung bauen. Was machen wir die denn? Ist denn das Non-Grid dazu? Sehe, was ich tue. So, und da vorne nehme ich einen von den Anzeigetafeln dran machen. Die ist zu groß, die ist zu klein. Yay! Nein. Nimm den hier. Kann man ein bisschen Deko drumherum machen. Und wenn man dann irgendwann einen Zooplan hat, kann man ihn da drauf projizieren. Das viel zu häufig, dass ich das falsche Ding auswähle. Kann da jetzt ruhig, glaube ich, zufällige Drehung rein. Oh Gott, ich will den da haben.
Sehr gut. Design. Der Tod für die zufällige Drehung nicht gut. Ja, nein, nein, nein. Das passt nicht zusammen. Das passt auch nicht zusammen. Ich benutze die Rahmen tatsächlich ganz gerne für sowas. Insbesondere diesen hier. Ich mag diesen australischen Rahmen, wo man eigentlich einfach nur, naja, Bretter dahinter gelegt hat. Ich finde den voll schön. Damit haben wir jetzt ein bisschen was auf der Seite. Wenn man jetzt hier reinkommt, von den Zooplan-Dings, man geht da drauf zu, man hat diese Blase, auf der sich die Leute ein bisschen aufdröseln können. Hier die Ecke sieht noch ein bisschen leer aus, aber nicht störend leer. Und dann hat man hier dieses Blumenbeet mit dem Hirsch. Da drüben ist die Tierklinik, die auch noch sehr plain ist. Das kann man später noch dem Bauernhof auf der anderen Seite angleichen. Na, darum geht es jetzt nicht. Jetzt geht es um die Tapire. Die Tapire, wo ich zu Anfang massiv Probleme damit hatte, dass die Leute Essen über die Mauer geworfen haben. Was einer der Gründe ist, weshalb ich jetzt diese hässliche hohe Mauer mit den Sichtfenstern habe. So, das Gehege ist plain. Das ist ein hübscher Stall. Den kann man noch drin lassen, denke ich. Das ist okay. Was mir nicht so sehr gefällt, ist das restliche Layout. Ich nehme erstmal alles raus, was da drin ist. So, das sind nur Blubberblasen im Wasser. Na gut, die feste Futterstelle kann bleiben. Könnte auch. Und natürlich Multi-Auswahl machen. Die Wasserstelle am Stall, das ist so ein Klassiker. Ich sagte, dass ich die Form vom Gehege eigentlich nicht verändern will. Aber was ist diese Ecke da hinten? Warum geht das Gehege nicht bis zu dem Weg? Das ist dumm. Nicht kopieren. Ich brauche den Stall nur einmal. Weil so könnte man den Stall hier hinten in die Ecke schieben. So. Ja, ein Gehege ist ungültig geworden, die Klappe.
Das wird doch wieder gültig. Den Stall in die Gehegewand mit einbauen, wie sich das gehört. Dann hat man nämlich da hinten diese Ecke nicht. Ich könnte den Stall noch ein Stückchen erweitern, weil ich überlege, noch Ameisenbären, Kapibaras oder dergleichen mit da reinzumachen. Weil im Moment sind es nur zwei einsame Tapire. Nicht immer sind die runden Wände auch die schöneren. Zumal ich noch nicht mal weiß, ob da nicht ein Custom-Zaun gleich noch drumherum kommt. Die Grundform von dem Gehege ist hübsch. Wenn man davon absieht, dass da hinten diese komische Ecke war. Dann entfernen wir einmal das Wasser. War komplett. Und da ich die Wege auch noch verändern möchte, tatsächlich, insbesondere die hier hinten, weil ich habe darüber nachgedacht und diese Schienen, das geht so gar nicht. Werde vielleicht, naja, die Transportbahn behalten, aber nicht so. Deswegen schließen wir das jetzt. Und dann nehmen wir dieses komische Schienengestell hier weg. Könnte natürlich dazu führen, dass die Eisbären da jetzt auch rein können, aber das ist ja nicht schlimm. Noch nicht. Den Teil, den machen wir ja erst noch. Irgendwann. Ich hatte hier im ersten Teil, oh, Dallschafe. Im ersten Teil schon angekündigt, dass ich Wegführungen auf jeden Fall verändern werde. Während ich bei den Gehegen versuche, daran wenig zu verändern. Ich werde auch die Strom- und Wasserversorgung ein bisschen ändern. Denke ich doch ganz stark. So. Nein, ja. Ich hätte gerne beides auf derselben Seite der Station. Huch, nein. Was war das? Danke. Das wollte ich haben. Ja, das ist so ein Problem, das sehe ich. Würden wir, wie bereits angekündigt, die Wegführung hier ändern? Die Schiene ein bisschen verändern.
schwimmende Menschen. Wir dann nämlich die Wegführung ändern, könnte man eventuell versuchen, ein Underwater Viewing doch da rein zu machen. Wie sinnvoll das ist, wenn ich da jetzt die Schienen habe, weiß ich nicht. Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob Tapire tauchen oder Kapibaras. Aber es muss ja kein tiefes Underwater Viewing sein. Richtig, ich hab das. Ah, das ist nur 3 Meter hoch. Ah. Aber können die Tapire das überhaupt benutzen? So wie das aktuell gebaut ist? Bevor ich den Stall jetzt weiterbaue. Ja. Können sie. Aber eine breitere Box wäre nicht dumm. Eine schmale und 2 breitere Boxen. Speziell dann nicht dumm, wenn ich noch andere Tiere mit reinbaue. Das kann man jetzt noch schön machen. Was ist denn jetzt schon wieder? Überlegen. Ich könnte das natürlich auch mit dem kleinen Vordach machen. Also so. Tapire müssten da trotzdem runterkommen können.
Warum stimmt das mit der Höhe nicht? Noch ein bisschen mehr Unterstandfläche. Ich vergesse immer, erst Eingabe zu drücken. Das ist jetzt nur dafür da, damit ich die Stützbalken schön ausrichten kann. Das hier hin machen. So sieht es doch schon ganz gut aus. Was ich auch machen würde, wäre hier die Tür weg. Ich meine, ja, da ist Keeper-Zeug und sowas. Aber ich weiß nicht, ob mir die Tür da gefällt. Das ist nicht gut. Ich meine, wer würde die Tür da hinbauen? Die Tür auf der Seite. Schon sinnvoll wird. Nein! Das ist das Mittelamerika-Gehege. Warum sind die Dächer unterschiedlich hoch? Ich weiß, ich hatte früher große Probleme mit der Baufunktion und so, aber... Jetzt die Tür in die Türöffnung. Dann müsste... dieser Sonnenkollektor woanders hin.
dahin. Jetzt kommen die Null Barrieren, die ich vorhin nie nicht benutzt habe. Warum auch immer. Die gab es aber von Anfang an, oder? Können Tierpfleger in das Gehege hoffentlich? Die haben manchmal Probleme damit, wenn der Eingang überdacht ist. So, der nächste Punkt ist, wenn wir wirklich tief schwimmende Tapire haben wollen, brauchen wir ein Becken. Sind die Leute alle panisch, weil sie sich einbilden, dass die Tiere nicht in einem Gehege sind? Das wird euch noch ein paar Mal passieren. Ich muss die Mauern noch ein paar Mal abreißen. Also die brauchen nicht viel Wasserfläche. Gut. Betonwände. Das jetzt das ganze Becken wird, ist es 3 x 5 sind 15, mal 4 sind 60 Quadratmeter Wasserfläche. Das würde reichen und das wäre der tiefe Wasserteil. Als nächstes. Der Zaun weg. Und ein bisschen Fläche drumherum. Damit wir den Weg bauen können. Bisschen schmaler. So.
Kunungana. Hätte man da so ein Underwater Viewing Point? Wenn man den leider mit null Barrieren und Wasser nichts machen kann, muss da jetzt eine Glaswand rein. Das ist immer noch sowas, was mich massiv stört. Warum gibt es nicht auch wasserfeste Gebäudeteile? So wie dass es sich bei so Gefällestücken viel zu häufig anpisst. Das mal weg, Lände. Es geht das Abflachen. Glätten meine ich nicht flachen. Glatt auf beiden Seiten. Das wird jetzt Friemelarbeit. Wieso ist das Gelände hier zu uneben zum Platzieren? Guck doch mal, wie das geht. Was war jetzt dein Problem? Genau, du hattest keins. Glas dazwischen.
zum Meeresspiegel, weil ich möchte die gerne überall gleich hoch haben jetzt erstmal. So plus minus. Näher an den Weg machen. Oh, nein. So. Ja, das geht nicht, weil das jetzt halb in der Mauer steckt. Zehn Meter. Meter. Okay. Damit haben wir ein Becken. Ein tiefes Tapir-Schwimmbecken. Mal gerne in Brick. Okay, das lassen wir so, wie es ist. Hätte ich gerne, dass um das Becken noch ein bisschen flacheres Wasser ist. Oder halt irgendwie eine Möglichkeit für die Viecher, da auch reinzukommen. Rein und rauskommen bei Becken, das kann manchmal ein großes Problem sein. Vor allem, wenn man halt auch wirklich Becken hat und nicht Teiche.
meisten Tiere haben keine Arme, mit denen sie sich dann den Beckenrand hochziehen könnten. Deswegen. Bauen wir den Tapiren eine Unterwassertreppe. In der Hoffnung, dass es gut funktioniert. Das werden wir dann gleich sehen. Also aktuell können sie nicht die ganze Treppe runtergehen. Erstaunlicherweise. Ich verstehe nicht, warum. Die Stufen sind alle gleich tief. Das ist ja nur mäßig dramatisch, weil da soll ja sowieso Wasser rein. Funktioniert wunderbar. Dreihundert Quadratmeter Wasserfläche, das sollte reichen, selbst wenn man noch Capybaras mit dazu setzt. Und das wäre dann der nächste Punkt. Mehr Tiere. Oh, hi! Ja, die Treppe sollte funktionieren. Ist gerade ganz untergegangen. Entschuldige, Hennes. Wenn ich Becken für Schildkröten mache, mache ich grundsätzlich Treppen rein. Bei Tapiren, also bei größeren Tieren, habe ich es bis jetzt noch nicht ausprobiert. Aber es sieht aus, als würde dann noch 1 Meter Breite für die Stufen reichen. Ich weiß nicht, warum sie nicht bis ganz nach unten gehen können. Das leuchtet mir nicht ein. Aber es ist speziell dafür da, an der Wassergrenze, damit es den seichteren Ausstieg haben. So, was hatte ich jetzt gesagt? Capybaras hatte ich gesagt, wollte ich haben. Ich weiß nicht, man könnte Ameisenbären und Kapuzineraffen. Kapuzineraffen stelle ich mir eigentlich auch ganz witzig vor mit da drinne. Weißschulterkapuziner heißen die, ne? Ja. Wie viele Capybaras brauche ich denn, damit ihr glücklich seid? Zwei Pärchen, okay. Zwei Pärchen. Wie sieht das bei den Äffchen aus? Vier Pärchen. Oder ein Männchen und sieben Weibchen. Oder so. Jetzt vier Männchen. Vier Weibchen, wenn ich das richtig sehe. Perfekt. Bin ich mal gespannt, ob das Gehege groß genug ist. Aber sollte eigentlich 3000 Quadratmeter.
Lass mich jetzt erstmal alle da reinsetzen. Ich frage mich nur, ob es sinnvoll ist, da einen Underwater-Teil reingemacht zu haben. Da bin ich immer noch. Ich habe keine Ahnung, ob die Tapire tauchen oder nicht. Später. Das ist jetzt natürlich ein sehr langer Weg für die Pfleger bis dahin. Ein bisschen schneller. Schneller. Inspektor kommt in 5 Monaten. Ach ja, stimmt! Das Ding ist noch so alt, dass man all diese Dinge nicht abstellen konnte. Und ich glaube sogar, dass das mal ein Herausforderungszoo war. Oh, da ist einer im Wasser. Ein schwimmender Tapir in meinem Becken. Die Capybaras wollen mehr kurzes Gras. Die Äffchen sind grundsätzlich zufrieden. Und ihr wollt deutlich weniger langes Gras. Arbeiten wir doch erstmal damit. Und mehr Erde. So, jetzt sind die Tapire zufrieden. Die Capybaras sind zufrieden. Oh, die Capybaras tauchen. Dann ist gut. Und die Äffchen sind auch zufrieden. Wenn ihr alle zufrieden seid, dann kann man den nächsten Part in Angriff nehmen. Jetzt müssen die Äffchen noch was zum Klettern haben. Speichere aber erstmal. Der Zoo ist zwar noch sehr klein. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie lange der so halten möchte. Obwohl es heute auch nicht so heiß ist. Ich muss ja gestehen, ich mag diese neuen Kletterdinger. Oh, ich weiß nicht. Ich fange erst mit Steinen an. Auch zum Klettern sind Steine eigentlich. Wir sind. Im Dschungel und gemäßigt. Also, ihr könnt euch auf Dschungel einigen. Gut. Südamerika. Drei von den großen Felsen. Ich könnte so einen Pseudo-Wasserfall in das Becken laufen lassen. Würde das cool aussehen? Würde mir das gefallen? Würde hinten ein bisschen den Beckenrand verdecken. Wenn man das macht. Warum nicht? Von unten sieht man es wahrscheinlich eh nicht. Nö. Nein, nicht Positionsausrichtung. Mach das weg. Und im Moment auch keine zufällige Drehung. Doch nicht an Oberfläche ausrichten. Dankeschön.
ich erstmal den Wasserfall verkleiden. Wäre schon mal ein bisschen. Kleinere Felsen. So davor. Bei meinen allerersten Zoos. Ich glaube sogar bei dem hier in den anderen Gehegen. Ja, ich glaube bei dem Dallschafgehege war das. Frithjof meinte, für einen Geologen hätte ich erstaunlich wenig Ahnung davon, wie Felsen funktionieren. So, ich glaube, jetzt können wir mit zufälligen Drehungen arbeiten. Zufällig auch immer wieder zurückdrehen, eigentlich. Die nicht so passen, wie man das gerne haben möchte. Mummel, mummel. Dass man die Treppe nicht zubaut. Aber ansonsten diese kleine Felsenlandschaft hier. Ich lege seitdem sehr viel Wert auf meine Felsen, ich weiß nicht. Nachher noch ein bisschen mehr mit den Moosfelsen arbeiten. Heute geht es ja nur darum, den ersten ersten Anfang zu kriegen. Für die Felsen, die natürlich eine künstliche Landschaft sind. Ich meine, das ist ein Zoo. Müssten sie den Teil, also auf einen Teil von dem Ding kommen können? Jetzt so, noch ein bisschen das dynamische Moos. Kleineren dazwischen.
speziell hier vorne. Mit dem Flachen sieht das immer ein bisschen dumm aus. Haben wir die ersten Felsen da, dann weiß ich nämlich, wie ich die Affen da drumherum arbeiten kann. Und weil wir hier so schöne Felsen haben, weiß ich auch, was ich mit dem Teil der Mauer mache. Ich weiß bei sowas nie, wie sicher das ist, wenn man Affen mit da drin hat. So. Ach, verdammt. Winkel ausschalten. Dann kommt man hier nämlich an diese Felswand. Ich hätte immer noch gerne irgendwie die Möglichkeit, A, die Felsen nach Größe zu sortieren und B, eigentlich alle Felsen in jeder Größe zu haben. Das wäre immer noch echt schön. Also hier an dieser Felswand vorbei. Dann hätte man hier so einen Einblick. Die Frage ist, ist das sinnvoll mit einer Glaswand? Eigentlich ja. Jetzt, wo die Äffchen da drinnen sind.
überlegen, ob man das hier noch mit Felsen zumauert. Oder ob ich weiter so eine unmögliche Wegeführung mache und die Tapire von oben und von unten schwimmen sehen kann. Nein, ich glaube, das mache ich nicht. Okay. Hatte ich gesagt, wollen wir den Affen was zum Klettern geben? Wie gesagt, ich mag diese neuen Kletterstangen voll gerne. Das heißt nicht, dass ich sie benutzen werde oder ausschließlich benutzen werde. Weiß natürlich, aber würde es aussehen, wenn man da jetzt Säulen nimmt, die sie nicht hochklettern können. Weil die Animationen irgendwie alle dumm sind. Wenn wir dann da jetzt klettern würden, aber egal. Es geht jetzt nicht darum, die Animationen schön aussehen zu lassen. Austauschen kann ich die Dinger nachher immer noch. Gerade im Moment. Möchte ich nur, dass meine Affen was zum Klettern haben. Was gleichzeitig noch viel mehr Unterstellfläche für die anderen Viecher gibt. So, diese beiden Stege. Das Problem ist, wenn ich die Affen da drauf klettern lasse, dann muss ich irgendwas machen, dass sie da hinten nicht rauskommen. Das ist schon ein bisschen doof. Das muss ich jetzt einmal ausprobieren. Das Seil zum Klettern taugt. Da ist mein Äffchen, da ist mein Äffchen. Weil ich das nicht weiß.
Das Seil taugt nicht zum Klettern. Ja, hervorragend. Dieses andere Seil, taugt das zum Klettern? Das andere Seil taugt zum Klettern. Wieso taugt das Seil aus dem Afrika-Pack nicht zum Klettern? Auf Bambusbalken können sie klettern. Das will ich nicht haben. Metallstange. Ich will eine dünne Metallstange zum Nicht-Klettern haben. So, und jetzt kann ich ein Seil nach da führen und ein Seil nach da oder so. Und dann können sie auf alle Felsen klettern, die kleinen Affen. Ist ja okay. So. Haben wir das. Dann das dann darüber führen. Und die Leute werden die Affen nie klettern sehen. Egal, die Besucher sind eh nicht. Nein, Besucher sind so dumm. Ich sagte, du sollst das ausmachen.
meine, Affen kriegen fast sowas wie ein kleines Kletterparadies. Ich weiß nicht, ob ich es mögen würde, wenn ich ein Affe wäre. Aber ich bin ja auch kein Affe. Ich klettere allgemein nicht so gerne. Brauche noch mal eine unkletterbare Stange. Weil ich wette, Affen können springen. So, kleines Äffchen, wo könnt ihr alles hin? Zeigt mir das mal. Dieses Seil ist nicht kletterbar oder ist das noch nicht eng genug miteinander verbunden? Ah, es ist nicht eng genug miteinander verbunden, dass das auch nicht kletterbar. Okay. Das kriegen wir hin. Es gibt noch die Seilrollen. Sieht doch besser aus, wenn die Seile irgendwo festgebunden sind. Aber das ist doch ein bisschen zu groß. Das ist ja nur ein dünnes Bambusrohr. Ab. So.
ja auch irgendwie fest sein. Nicht abstürzen. Nicht abstürzen. Ich sagte doch eben noch, es ist nicht so heiß. Wir werden dieses Gehege fertig machen, ob du willst oder nicht. Verstanden. Ich habe meinen Kletterframe für die Äffchen fast durch. Ich hoffe, das letzte Autosave war nicht so lange her. Damit fertig bin, ist die Switch hoffentlich aufgeladen. Wenn ich damit fertig bin, ist die Switch hoffentlich aufgeladen, weil noch ein Gehege mache ich da nicht. Singe mit. Ich würde dir vorschlagen, heute Abend Pizza zu bestellen, aber wenn wir morgen essen gehen, ist das dumm. Oh nein! Der ganze Frame-Teil für da drüben. Egal, bevor ich den weitermache, kann ich dann jetzt erstmal ausprobieren, ob die Seilrollen auch wirklich bei dem Problem helfen. Weil wenn sie das nicht miteinander verbinden, muss ich das da drüben gar nicht erst so bauen. Sie helfen nicht bei dem Problem. Und der Affen können das mittlere Seil immer noch nicht beklettern. Ein bisschen blöder. Wenn ich sie ein bisschen mehr ineinander schiebe, können sie dann. Können sie auch nicht.
Wieso können sie nicht von dem Seil auf das Seil klettern? Wenn ich stattdessen hier Bambus hinmache. Bambus ist ja kletterbar. Ja. Metallstangen kann dann mal da weg. Oh, kommen die Affen jetzt auf das andere Seil? Nein, jetzt kommen sie nur von dem Seil auf den Bambus. Was soll das denn? Warum kommt ihr nicht auf das andere Seil, ihr dummen Affen? Der wenigstens springen. Nö. Die kommen nicht auf die Fläche. Das ist unglaublich bescheuert. Das ist das alle Kletterfläche, die ihr kriegt. So. Habt ihr jetzt davon? Und ich speichere. Ich mag es nicht, Kletterflächen zu bauen, wenn die nicht genutzt werden können. Das ist so, was haben wir jetzt hier drin? Kapibaras. Mittelamerikanische Tapire und Kapuzineräffchen. Weißschwanz, Knobatzenschwein. Weißschulterkapuziner, wo ist er? Warum ist er hier nur Kapuzineraffe? Hä? Sie beide da dran fressen können. Ich würde das gerne gegen ein größeres ersetzen. Vielleicht auch mehr hier hin. Okay. Ein Gummientchen haben. Das da. Kasten. Futterspender. Anderer Futterspender. Tamarindenkratzbaum.
Blättervorhang. Weil ich es mega niedlich finde, kriegt sie auch diese Dinger hier halt. Die sind so süß. So, die Kapibaras werden soweit. Die Tapire suchen noch Futterbeschäftigung. Okay. Wieso ist das mit den Früchten drinne Spielzeug? So, dann sind die Tapire dann auch zufrieden. Den Affen ist noch langweilig, okay. Die Affen noch einen Ball haben. Sehr pinke Keyboard. Ich werde das nicht umfärben. Nein, ich suche keine Kletterplattform, ich suche die Futterplattform. Okay. Und dann hatten wir gesagt, wir einigen uns auf Dschungel Südamerika. Ihr habt die Mindestanzahl an Pflanzen, ihr habt Mindestanzahl an Pflanzen, ihr habt Mindestanzahl, perfekt. Kann ich, sind die kletterbar? Ja. Steht eigentlich. Ja, okay, wir haben 12 Uhr. Da steht die Sonne jetzt einigermaßen südlich. Sprich, wo jetzt Sonne ist, wäre die meiste Sonne des Tages. Da
würden schöne Blumen wachsen wollen. Wir würden auch hässliche Blumen wachsen wollen, aber wer möchte hässliche Blumen haben? Wenn Bäume allgemein ein bisschen schattiger stehen können. Mangroven. Dann meine persönlichen Lieblingsblumen, die bei mir nur irgendwie nicht wachsen wollen. Ich weiß nicht, was ich mit einem Philodendron getan habe. Zufällige Drehung. Ein paar Lianenranken an den Stall hängen. So ungefähr. Dieses Mammutblatt finde ich auch immer geil. Das riesige Gebüsch. Ganz gerne, wenn die Pflanzen nicht. Also die Bäume nicht ganz so hoch sind. Nicht an Oberfläche aus. Dieses Ding, das seltsamerweise auch keine Kletterfläche ist. Verstehe es nicht. Verstehe nicht warum. Das ist natürlich dumm, der macht jetzt überall Schatten.
Wo ist mein Handy? Ich wollte wissen, ob das Sumpfpflanzen oder Unterwasserpflanzen sind, was ich hier habe. Ganz eindeutig fehlt, sind schöne bodendeckende Pflanzen für Tropen. Totenbaum. Ich meine, ja, wir haben Fächerblumenbüche, aber wenn man damit das ganze Gehege zupflastert, sieht auch dumm aus. Lassen wir das erstmal so. Der nächste Punkt ist die Gehege Mauer. Jetzt natürlich durch die Affen da drinnen nicht ganz so viel gestalterischen Freiraum kriegt. Erstmal höher machen. Mal gucken. Und diese Glaswand machen. Ja, die Stahldrahtdinger mache ich nicht so gerne. Aber halt auch einen Einwegspiegel. Nein. Dann auf der gleichen Höhe. Hätte das eigentlich gerne. Alles plus minus auf der gleichen Höhe. Probiert das. Das wird dann ein bisschen mittiger. Obwohl, wenn man hier ein Tiermitarbeitergespräch macht. Oberfläche ausrichten, ja. Positionsausrichtung, ja. Nein.
So ist es sehr erschlagend. Immer schön ein bisschen Pflanzen in, also ähnliche Pflanzen vor dem Gehege und in dem Gehege, hilft immer ein bisschen dabei, das aufzulockern. Tomaten als, das ist ein bisschen seltsam. Ja, zufällige Drehung, ja, genau. Nein, ich glaube, das sind keine Unterwasserpflanzen. Hätte ich gerne, nein, keinen Aussichtspunkt. Einen Gesprächspunkt. Über Kapibaras oder Äffchen oder die Tapire. Ich glaube die Äffchen. Ich glaube, Leute würden es gut finden, über die Äffchen zu hören. Ja. Der Teil vom Gehege sieht eigentlich schon mal ganz schön aus. Den Bambus ein bisschen einen Zaun dahin machen.
all die schönen Blumen dahin gemacht und jetzt sieht man sie mit dem Bambuszaun eh nicht. Weil ich sowas echt gut kann. Also der Teil vom Gehege gefällt mir schon mal sehr gut. Ein bisschen Blick. Kann sich hier hinstellen und da reingucken. Man sieht sogar die Äffchen und den Capybara. Hier kann ein Gästeführer reden, den ich nicht eingestellt habe. Danke. Den Boden anpassen. So. Ich mag ja die hohe Grastextur überhaupt nicht. Muss nicht gestehen. Gefällt mir kein Stück. Vor allem mag ich es nicht, wenn das Gras aus dem Boden rausguckt. So, hier unten haben wir den Unterwasserteil. Halt die Frage, wird das ein Tunnel? Kriegen die Leute dann Dach über den Kopf oder nicht? Das wäre schon wichtig zu wissen, um zu wissen, was ich da machen kann. Weil ich dann noch sehr unsicher bin, das kann man auf ein andermal verschieben. Uns mal hier um die Mauer. Ein Äffchen. Ah, wegen der Wasserfläche. Mit dem Äffchen dabei hätte ich die Mauer gerne höher. Okay. Das ist nicht das Wasser, es ist der Part da hinten, der das blockiert. Was blockiert dich denn? Warum kann ich denn den Zaun nicht höher machen? Gut. Halt nicht. Ich bin flexibel. Ich kann nur mit dem Bambus das nicht einrahmen, weil sonst klettern mir die Affen darüber.
Ernsthaft, da pisst du dich jetzt auch an wegen Wasser? Gut. Egal, dann ist es nur von außen eine Bambuswand. Man muss nur geschickt Sachen verstecken. Fällt das auch gar nicht auf. Tapir, Capybara. Ständer hier brauchen wir nicht. Dafür haben wir ja die Bambuswand dahingestellt. Dann wollen wir das jetzt noch ein bisschen verstecken. Aber nicht damit. Nein, Südamerika wäre eigentlich schöner. Perfekt. Ich glaube, das ist verkehrt rum. Okay, das ist jetzt so groß. Das hier ist besser. Okay. Schilder. Beleuchtung mache ich eh nur sehr selten. Ich gucke mir das auch nie nachts an. Überhaupt keine Ahnung, wie die Lichter wirken. Also kann man die Schilder nicht mehr lesen, das ist nicht Sinn der Sache. Ja, ein paar Tomaten als Zierpflanze. Ich meine, Tomaten sind schöne Pflanzen. Kein Gras durch den Weg. Ich finde ja auch, dass Erde eigentlich der Standardboden sein sollte und nicht hohes Gras.
Wegwache ein bisschen anpassen. So, da ich die Mauer nicht so verändern kann, wie ich das will, jetzt ein bisschen überlegen, was ich da eigentlich mitmache am besten. Ich meine, hier vorne den gebogenen Teil würde ich gerne behalten. Vielleicht kann ich den auch. Den kann ich auch höher machen. Der könnte dann nämlich so stehen bleiben. Das bitte nicht füttern, Schild kommt da weg. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Nicht mehr. Da kann man auch, wenn die dann wahrscheinlich nicht mehr ganz in Einklang mit dem Rest stehen. Die Bänke ein bisschen mittig da vorstellen. Eigentlich wäre es sinnvoll, die Bänke da wegzunehmen. Hätte man da Blick ins Gehege, Blick ins Gehege. Und die Seitenteile von der Mauer könnte man dann nämlich mit der Mauer zumachen. Wenn das wirklich mal Herausforderung war, was ich glaube, erklärt das auch die Spendenkästchen, die ich nämlich sonst nicht aufstellen würde. Aha. Die konnte ich auch erhöhen, das ist schön. Hier gerne ein einzelnes großes Glas. So. Und das hätte ich gerne ohne Fenster. So, dann muss man das dann nämlich nur noch irgendwie zukriegen. Das könnte man dann auch mit dem Bambus machen. Dann hätte man dann hier was, wo man reingucken kann. Hier ein Stückchen Mauer, dann nochmal was, wo man reingucken kann. Und hier müsste man dann auch. Ich wäre dafür hier vorne, wo gefüttert wird. Der Port könnte auch Glas kriegen. Ah, da habe ich dieses Früchtebaumding. Teilen wir das doch. Und hier auch Glas hin. Und hier eine feste Mauer. So.
Mauer. Wie ist von hier die Aussicht? genau falsch natürlich. Mauer. Mauer. Glas. Mauer. So. Dann ist das Gehege nicht von überall einsehbar. Aber es ist da einsehbar, wo es interessant sein könnte, außer vielleicht mit diesem Pflanzenschirm. Aber das muss auch nicht. Das ist einsehbar von dem Restaurant aus. Niedrige Mauern würde ich keine machen, der Affen wegen. Das heißt, wie ist das bei den Affen eigentlich? Das sind eure Angaben. Also eigentlich könnte man das niedrig machen, weil die Affen angeblich nicht rüberkommen, aber hat jemand schon mal so kleine Äffchen erlebt? Ich würde mich da nicht drauf verlassen. Okay. Das Gehege ist damit soweit fertig. Es gefällt mir deutlich besser als vorher. Mit der Gehegeumrandung muss ich mir noch was einfallen lassen. Dann brauche ich jetzt erst ein bisschen Inspiration. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Und dann kann man vielleicht den zweiten Mitarbeiterbereich hier machen. Oder man fängt.